Das ist der Detlef. Und der Detlef hat ein Wohnmobil. Heute möchte der Detlef wissen, wie man ein Regalsystem professionell in eine Heckgarage einbauen lässt. Dazu schickt er den Markus in den Reisemobilhafen Bad Dürheim und dort wird das gemacht. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Heute kommt der Uli mit der Kathi zu Besuch. Die wollen dann bei ihrem neuen Leica hinten ein Regalsystem einbauen lassen. Und wir schauen zu, wie das der Michael Bertsch da vermisst und einbaut. Hallo, herzlich willkommen in Bad Dürheim. Hab gehört, ihr habt Interesse an dem Regal. Auf jeden Fall, ja. Okay, super. Gucken wir uns mal an. Jawohl. Hey, hallo. Aufgeräumt, das lobe ich, so kann ich gut schaffen. Super. Ja, viel Platz gemacht. Wo möchtet ihr das Regal haben? Auf der Rückseite oder auf der Vorderseite? Also tendenziell auf der Vorderseite. Das Problem ist aber nur mit der Serviceklappe. Was machen wir da? Okay, da gibt es eine ganz einfache Lösung. Das ist ein Leica, das habe ich öfters das Problem. Da sage ich der Kunde immer, zur Serviceklappe, dass man rankommt, macht die ganze Klappe weg, weil das Regal steht dann direkt hinter dran, ja, vier Stück. Und um an die Schieber- und Reinigungsöffnungen ranzukommen, gerade die Box rausschiebe, dann ist wie jetzt auch und ich komme einwandfrei hin. Vier in der Breite, das gibt dann vier in der Höhe, das heißt, man hätte insgesamt 16 Boxen. Wäre das okay? Das wäre super. Okay, dann messen wir die ganze Geschichte mal aus. Die vordere Seite, die hat dann, wenn man hier sehe, 1,34 Meter. 1,34 Meter, die vordere hat auch 1,34 Meter, müsste niedriger sein, der hat 1,30 Meter. Meine Frau hätte gern durchsichtige Boxen und ich wollte eigentlich graue Boxen. Was gibt es denn für Farbe? Okay, das ist am Schluss immer meine Lieblingsfrage. Wenn ich immer frage, was für Farbe möchte sie, ne? Und da kommen immer unterschiedliche Dinge, zum Teil auch Streitgespräche. Und ich habe jetzt mich geeinigt nur noch auf die grüne. Mhm. Warum? Die transparente sieht am Anfang gut aus. Man sieht zwar, was drin ist, aber wenn man die Tür aufmacht, das sieht aus wie eine riesen Sauerei, weil man alles sieht, was Toilettenpapier und und. Da bin ich weggekommen. Grau sage ich, das ist immer der Alltag. Ne? Blau, rot, ist auch gefährlich. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich mache die schöne grüne. Die leuchtet schön, das heißt, wenn sie die Tür aufmache, kommt ihnen schon der Frühling entgegen. Und da habe ich bis jetzt die wenigsten Probleme. Okay, ausgemacht, selber. Passt so. Auftrag erteilt. Super. Sehen wir uns morgen, oder? Sage ich Dankeschön. Danke auch. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß in Bad Dürheim. Danke. Bis morgen. Ciao. Tschüss. Gut geschlafen? Ja, danke, gut. Regal dabei, heute Nacht viel geschafft. Hat das klappt? Ja. Hoffen wir, dass es passt. Oh, das sieht gut aus, ja? Ja. Und die ganze Fische. So, das habe ich jetzt heute Nacht da zusammengebaut. Hoffen wir, dass es passt. Es hebt jetzt bombefest, nur durch eingepressten, also nicht Schrauber. Und jetzt kommt schon, jetzt kommt die Hochzeit. Jetzt dürfen wir die Boxe bringen. Perfekt. So, jetzt kommt das, was ich gestern schon gesagt habe. Man sieht überhaupt nicht die Serviceklappe. Ne? Die kann man ruhig draußen lassen und zum Rankommen kann man einfach die Box rausnehmen und ich komme jederzeit wieder ran. Ja, jetzt sind wir fertig. Boxen sind drin. Ich denke, es passt. Und wie gefällt es Ihnen? Super schön. Ganz toll. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Okay, super. Aber das letzte Wort haben ja immer die Frauen bei uns Männer, gell? Ist, ja. Wie heißt denn Ihre Frau? Katharina. Katharina. Hey, Katharina! Komm mal! Fertig. Und? Cool. Wie findet ihr es? Gut aus, aber die Bauch
Ah, ja. Andere Farbkit. Ah, mit der Farbe habe ich mir lange überlegt und ich habe sie ja gestern das erste Mal gesehen und da habe ich was ganz Tolles. Wenn Sie mal die Brille absetzen, ich habe gedacht, ich mache die passend zu Ihrer Brille, weil wenn die Brille schon grün ist, dann müsste grün an sich auch passen. Ich denke, es ist okay. Das ist okay. Okay, super. Überredet. Überredet, also. Aha. Ich sage immer, Leute, wenn ihr die Tür aufmacht, der Frühling kommt euch entgegen. Das stimmt. Ja? Also, ich sage vielen Dank. Danke auch. Wünsche euch noch viel Spaß in Bad Dürheim. Und irgendwann, denke ich, sehen wir uns wieder. Klar, okay. Danke.